Ja, hallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Force of Nature Teil 2 Ghost Keeper. Ja, ihr Lieben, Ghost Keeper. Genau, so soll es sein, so ist es. Ja, ich werde auf jeden Fall in dieser Folge wieder zurückmarschieren in meine Festung. Festung, ja, kann man sagen, oder Leichtung, nö. In meine Festung irgendwo, weil ich möchte meine ganzen Sachen, die ich da jetzt schon fast zwei Folgen, also über eineinhalb Folgen, hier da in der Wüste gelootet habe, möchte ich zurückgeben, Leute. Somit gehe ich einmal hier entlang und dann zurück, ehe ich dann weitergehe. Sind diese wieder gespawnt oder nicht? Das frage ich mich eigentlich jetzt. Eigentlich. Müsste jetzt die vierte Folge in der Session sein. 23, 24, 25, 26 Folge, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. 26 Folge, glaube ich. So, ihr Lieben, es geht aber noch einige Zeit oder ein bisschen noch. Diese Session, dann habe ich wieder ordentlich Stoff. Ich habe Stoff, Leute. Ich habe ordentlich Material und. Ja, jetzt habe ich einiges weitergebracht, habe wirklich viel Erfahrungspunkte gesammelt. Da gehe ich einmal zurück, jetzt einmal in mein Lager. War mal eineinhalb Folgen wirklich jetzt da nur am Herumstiefeln da in der Wüste. Viele, viele Feinde gehabt, Spannung war dabei. Habe ordentlich viel Fleisch zum Braten bekommen. Und das werde ich auch noch weiterhin bekommen. So, ah, nö, Leute. Ich muss nach Hause. Nicht, ja, hallo. Geist hier. Die Geister, die ich rief. Oder den Geist, den ich rief, Leute. So, und zwar hier. Reden. Servus. Bring mich bitte nach Hause, lieber Geist. Danke. Wie soll der heißen? Der hat doch immer keinen Namen. Leute, lasst euch einen Namen einfallen für diesen Geist. Wie soll er heißen? Ich lasse mir nichts einfallen. Für was seid ihr da? Ihr müsst auch ein bisschen mitmachen da bei mir auf meinem Kanal. Entschuldigung, es ist so. So. Ich bin komplett voll. Ja, bin ich. Zum Beispiel Steine gebe ich komplett in Steinlager mal rein. Ja, da wo es hinkt, hört. 20 Steine. Ba-ba-da-ba-da. Fleisch kann ich braten. So ist es. Fleisch muss ich braten, will ich braten, darf ich braten. So. Gebratenes Fleisch. 28 Stück. Dankeschön. Dann, ihr Lieben, was noch? Kupfer hier rein. Der Rest geht da nicht mehr rein. Wo habe ich denn da noch Kupfer irgendwo? Überhaupt nirgends. Leute, ich kann keine Kupfer mehr verwenden. Oh. So, Stöcke. Bretter können wir da auch reingeben. Nö. Die Klauen. Wo habe ich die drin? Da. Sehr gut. Federn habe ich da auch drin. Fallen. Was haben wir da noch? Erde brauche ich nicht. Da Lederreste können wir da reingeben, Leute. Wo haben wir das Leder? Tierhaut, meine ich. Ich habe keine Kiste für eine Tierhaut. Leute, ich brauche wieder Kisten, Leute. Das kann ja echt nicht sein. So. Ich könnte sogar Steinpfeile, ich könnte sogar Pfeile herstellen. Will ich aber jetzt nicht, Leute. So, wie schaut's aus mit einem... Nö, nicht Saatbit. Kuhstall-Lagerfeuer, Korb zum Beispiel. Kann innen und außen platziert werden, das weiß ich, wie man den Korb baut, aber wie baut man eben ein... Wir müssen mal... Truhe, Leute, schaut mal. Mit Bretter und Nägel. Nägel habe ich.
die Kammerbretta. Leute, wie kann man Bretter eigentlich herstellen? Da schau nochmal. Ja, Baumstämme. Leute, mit Baumstämme, Bretter. Ordentlich viel. So, Bretter kann ich herstellen, Leute. Und natürlich so einen Hobel. Den habe ich. 30 Stück Bretter. Geist, kommst du her, bitte? Danke, machst mit. Super, danke. So, dann weiter hinwegräumen. Kaputt. Ich brauche unbedingt Kisten, Leute. Und dafür brauche ich Bretter und Nägel. Die Nägel sind, was ich weiß, hier drin. 40 Stück. Passt. Und ich möchte mir einen Lagerplatz bauen. So, der kommt einmal darüber. Würde ich einmal, oder? Oder wo soll der hinkommen, der Lagerraum? Ich brauche einen Lagerraum, Leute. Hier. Okay. Nägel und Bretter. Saatbett, Steinmühle, Scheune, Hühnerstall, Gänsestall, Schlafstall, Kuhstall, Lagerfeuer, Korb, Schild, Köhler, Ofen, Baumstamm, Lagerstock, Lagerstein, Lager. Okay, was haben wir da? Rüstungstisch habe ich schon, Webstuhl, oder habe ich schon Rüstungstisch? Bretterzaun, Brettertor, Bretterzaun, Holzpalisade, Holzpalisadentor, Holzpalisade, Leute. Da brauche ich Baumstämme. So. Baumstämme, Leute, was das Zeug hält. Und zwar Holzpalisade, schaut mal. Und ich baue jetzt hier eine Holzpalisade hin. So, Holzpalisadenzäune. Ich will nämlich endlich eine Hütte machen. Da brauche ich ordentlich Holz dafür. Ja, es wird ein bisschen eine Crafting-Bausession. Also, Folge. Nachdem ich ja richtig viel eigentlich unterwegs war. In den letzten 1,5 Folgen. Ja, so ist es. Leute! So. Das ist gut. Es ist lebend. Was habe ich da jetzt nicht? Holzpalisade. Ah, Baumstämme. Hä? Na, komplett viele herstellen, Leute. Ich brauche ordentlich Holz. Leute, ich brauche Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. So. Zack. Sehr gut, Leute. Da mache ich endlich, mache ich hier weiter. Endlich kommt mein Lagerraum hin, Leute. Das wird so ein Häuschen werden. Beziehungsweise vorerst nur mal so Holzzäune, weil ich weiß nicht genau, wie man Böden macht und so. Das müsste ich eigentlich schauen. Holzboden oder irgend sowas. Ja, so ist das einmal. Dann bauen wir fertig. Ihr Lieben, Fleischbraten tut's gerade. Hergestellt wird auch ordentlich. Na bitte. Das ist jetzt die 4. Folge und das wird jetzt quasi ja vor der Pause in der letzten. Ja gut. Werde aber noch 2 Folgen oder sowas draufschmeißen und dann war's aus. Es ist 8:30 am Abend, also es geht eigentlich noch. Habe eigentlich heute nicht mehr wirklich was anderes vor, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Let's Plays oder wenn ihr spielt oder irgendwas macht, ja. Ist egal, ob es jetzt spielt oder Let's Play oder irgendwas macht oder ein Buch lest oder was. Wenn du gerade irgendwo drin bist, ja, und dann zu was anderem switchen möchtest, ist das irgendwie total doof. Also da habe ich dann meistens keine Lust mehr, irgendwas anderes zu machen, weil ich gerade da voll drinnen bin.
Deshalb ist es ja so schwer, dass man aufhören kann und woanders weitermacht, bei einem anderen Let's Play zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt hier da was mache und so weiter und einige Folgen aufnehme und mal denk, und mir denke, hey, ich nehme jetzt noch ein anderes Spiel auf, das ist so schwer, Leute. Es ist gar nicht einfach, weil man dann voll in dem Spielschema drin ist und dann komplett wieder umstellen aufs andere Spiel. Also ich tue mir da schwer. Es ist wirklich so, ich tue mir da eigentlich richtig schwer. So, ihr Lieben, dann haben wir Holzpalisaden mal ordentlich gebaut. Dann könnte ich eigentlich schon komplett einmal mit der mit den Kisten anfangen. Können wir Boden auch bauen? Brettertor, das ist gut. Holzpalisade, Bretterzaun, Holzpalisadentor. Das will ich haben. Truhe zum Beispiel. Da braucht man Nägel und Holz. Ah, Bretter. Passt. Das ist super. Was ist eigentlich eine Schneiderpuppe? Nutzbar, um Kleidung auf der Schneiderpuppe auszustellen. Okay. Das ist sicher auch nochmal nicht schlecht, Leute. Schild, Köhlerofen, Stocklager, Steinlager, Holzzahn. Nö. Also ehrlich gesagt, können wir was anderes auch noch herstellen? Pfeile und so? Nö. Ich sehe nirgends irgendwo Böden, Leute. Also, dass ich irgendwo Böden bauen kann. Ich schaue nochmal durch, vielleicht habe ich mich verschaut. Vielleicht da, wo es noch Bett zum Beispiel, Holzboden. Bauarbeit. Required Discoveries. Kann nur außen platziert werden. Was brauche ich dafür? Köhlerofen, Entdeckertisch. Buch des Wissens. Holzboden, schau da mal. Eisenverarbeitung, Leute. Ich brauche eine Eisenverarbeitung. Leute, ich... Wahnsinn, schau da mal, Schwerteisen. Das hätte 15 Schaden. Oh mein Gott. Leute. Ja, dann kann ich aber... Ach du Kacke, Leute, da ist... Wie geil ist das? Leute. Ja, ich werde da weiter Holz nehmen. Und somit... Endlich Kisten, weitere Kisten bauen. Hier in meinem Lager, Leute. In meinem Lager. Truhe. Ah, Nägel brauche ich noch. Genau. Was? Nägel habe ich doch. Nö. Hallo. Truhe. Holzbretter brauche ich. Habe ich eigentlich schon hergestellt. Ja, es wird ein bisschen eine Bausession werden. Hier haben wir die Bretter, Leute. Bretter können wir noch welche machen. 46 Stück, Leute. Bretter und Nägel. Somit Nägel. Leute, da haben wir auf jeden Fall. Jetzt können wir Truhen bauen. Und zwar bauen wir gleich. Sehr gut. Hier eine Truhe. Und da eine Truhe. Und da noch eine Truhe. Super, Leute. Endlich. Weil ich muss das alles unterkriegen, Leute. Alles, was geht. Boah, das braucht aber lange, bis ich die Truhe baue. Oder muss ich da näher stehen? Ja, da näher stehen oder komisch gestanden bin. Ihr lieben Leute. So, dann geht's einmal weiter. Die Truhen werde ich dann bestücken mit irgendwas. Ich finde es schade, dass nicht immer Musik dabei ist.
Einfach nicht, aber wurscht. Eine Kiste. Die Kisten, da haben wir sicher einiges Platz an in den Kisten drin. Endlich geht was voran hier. Eisenverarbeitung. Das muss ich ja mal machen, Leute. Normalerweise habe ich, jetzt habe ich mal ein Kupferschwert, Leute. So, Truhen haben wir mal 3 Stück. Bretter und Nägel kommen hier in diese Kiste da rein. Ich muss alles einmal sortieren. Ja, ich freue mich schon, wenn ich mal Holzböden habe oder irgendwas. So, schau doch mal. Na, endlich, da kann ich so viel reingeben. Da kommen Bretter und Nägel rein. Ja, Bretter und Nägel, da würde ich einmal sagen, kommen allgemeine Sachen rein. Zack. Fertig. So, jetzt bin ich leer, Leute. Jetzt kann ich ja alles holen. Hier, schaut mal. Na bitte. 20 Stück von diesem reinen Kupfer. Das gehört auch da rein, genau. Reines Kupfererz. Wartet mal, ich kann das ja verarbeiten. Schaut mal. Da kann ich ja das Kupfererz hier, hier, hier. Und das kann ich dann wieder mahlen, Leute. Schaut mal. So, 20 Stück herstellen. Geist, komm her. Du ein bisschen mahlen, danke. Geist, komm her. Schaut mal. Geist, was machst du? Ah, der stellt Bretter her. Nach wie vor. Da muss ich da stehen bleiben oder was? Leute, schau doch mal. 19 Stück noch. 3 Minuten. Da bleibe ich jetzt nicht 3 Minuten stehen. Geist, komm her. Oh mein Gott, Leute. Jetzt kommt. Na, langsam aber. Mein Akku. Schon leer. Beim Handy. Naja, wurscht. Gehört jetzt nicht zu, Leute. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich freue mich. Ja, der Geist ist gerade beschäftigt mit den Brettern. Einen zweiten Geist wäre wirklich einmal cool, Leute. Das wäre wirklich toll. Wo kriege ich den dann her? Ich schätze mal beim nächsten Portal. Also, ich habe Angst auf das Rätsel, was kommt. Ob das ein Rätsel ist, in der Wüste da, mit den Steinen. Oh, Leute, das dauert ewig. Geist, was machst du da jetzt? Ja, der macht gerade die Bretter, Leute. Ich brauche ein neues Helferlein, Leute. Boah, das dauert ewig. Wahnsinn, aber 12 Stück nur noch. 2 Minuten. Das warten wir noch. Ja, also so, ja, das ist es, also in dieser Folge die vierte, in dieser Session. In dieser Session die vierte Folge, wie gesagt, und ja, mittlerweile im neuen Jahr 23 drin. Ich hoffe wirklich inständig, dass es besser wird. Also, es werden noch harte Zeiten auf uns zukommen, da bin ich mir leider Gottes sicher. Aber ich hoffe, dass es trotzdem viel besser wird als das 22er Jahr. Ja. Hat es wirklich nicht funktioniert, das Jahr. Aber das letzte Jahr. Und ja. Also es ist eigentlich schon. Bin ich froh dann, dass dieses Jahr eigentlich um ist. Also im Moment jetzt in der Aufnahme bin ich ja noch im alten Jahr. Aber du siehst das jetzt hier im neuen Jahr 23. Und ja, schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Also ich hoffe auf jeden Fall inständig, dass es weiter so, also dass es jetzt besser läuft, und es werden sicher noch viele Let's Plays hier kommen. Nach wie vor ja einige Spiele am Start hier, eben Force of Nature, dann Biomutant am Start, ja, an December und so, das nach wie vor, aber momentan
Ja, momentan hier aktuell nichts weiteres in Sicht oder irgendwas. Also will ich nicht. Mehr als 3 Let's Plays. Am Anfang habe ich gesagt, na, 1 bleibt's, dann okay, 2. Und dann habe ich gesagt, oh, machen wir 3. Sowieso so gewesen, ja, bin ich. Aber wurscht. Egal. Sind es 3 Let's Plays, bei denen wird es eigentlich so bleiben. Also da keinen Stress oder sowas, dass ich jetzt noch eins draufschmeiße. Dann wird es wieder zu viel. So wie es damals bei Zonk war, wo mein Kanal hier ja, Bully Gaming, ja Zonk war damals. Hey, da habe ich ja dann so viele gehabt. Leute, ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen oder irgend sowas. Also das war schon, das war Wahnsinn. So ihr Lieben, dann haben wir hier auf jeden Fall eh noch Kupfererz, Leute. Aber das werde ich jetzt nicht, solange der Geist mit den Nägeln beschäftigt ist. Nö, nö, du kommst da mal, so reines Kupfererz kommt da mal da rein, Leute. Und das auch. Das werde ich jetzt nicht alles. Nö, sicher nicht. So, ihr Lieben. Der ist da mit den Nägeln beschäftigt. Ja, ist eh brav. Passt eh. So, was kann ich da jetzt eigentlich machen? Gar nichts. Leute. So, was kann ich da machen? Schlafsack, leichte Hose. Korb, nö, Leute, das hat's eigentlich. Ich warte auf die Eisensachen, dass ich Eisenrüstungen bekomme. Ja, passt. Fertig? Super. Bretter. Holzbretter und Nägel, genau. Die kommen da rein. Na bitte, Leute. Immer wieder gut. So, da, ihr lieben Leute von heute. Dann werde ich Stöcke. Kann ich gar nicht reingeben. Ja, mein Fleisch ist fertig. Schau da mal. Und ich habe 46 Fleisch. Ja, ihr Lieben, was machen wir jetzt noch? Logisch, Leute. Logisch. Ich werde auf jeden Fall schauen, was ich erforschen kann. Nichts kann ich erforschen. So, da kann ich auch nichts machen. Ektoplasma, Hugel, bla bla bla. Habe ich schon alles. Da haben wir auch Kupferbarren. Da geht es auch nicht weiter quasi. Was ist für ein Lied? Hey, Leute, wer spielt da mit der Gitarre? Das hört sich so an, als würde da irgendwo wer sitzen und mit der Gitarre spielen. Super, Wahnsinn. Ich schwör's euch. So, was wollte ich eigentlich? Kupferbahn, genau. Das werde ich auf jeden Fall auch in eine Kiste geben. Das hat auch damit zu tun, Leute. Schaut einmal. Sehr gut. Also so ganz ordentlich tue ich es ja nicht, aber... So, dann werden wir auf jeden Fall einmal Zauberheidelbeeren-Samen, Wurfsteine. Ah, okay. Baumwollsamen. Werden wir Baumwolle anbauen, oder? Und Weizensamen. Gereinigtes Wasser brauche ich. Habe ich kein Wasser mehr? Nö. Ich finde das Lied so cool. Krug. Ich brauche Wasser, Leute. Das Lied ist so cool. Das ist ja super. Neues Lied. Haben sie nach dem Update gebracht, glaube ich. Ah, die Folge ist vorbei. Leute, Überzeit. Ihr Lieben, wir haben Überzeit. Das habe ich jetzt vollkommen übersehen. Ist es einmal eine längere Folge? Wurscht. Danke fürs Zuschauen. Sei auch in der nächsten Folge wieder dabei. In, ja, ungefähr, ja, in 6 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Game over und ciao.